Genau, so ungefähr wie Star Wars oder weiß der Geier was. So, auf der 10 gelandet haben wir im A-Finale aus Dresden angereist. Er ist unterwegs mit einem Fahrzeug von Team Associated, seine Sponsoren, Me, Myself and I. Er vom ERCC Munzig e.V. auf Platz 10 gelandet, der Stefan Glatzmager. Dann auf der 9 aus Düren, der unterwegs mit einem X-Ray X-Pizzen, seine Sponsoren, HK Modellbau, angereist vom MSV Lückenwald. Und der 9 Platzierter, der Jonas Müller. So, auf der 8 gelandet aus Teisendorf, sein Fahrzeug, ein Team Associated, B7, seine Sponsoren, Rudok, Team Associated, Revolution Design, sein Heimatförderverein, Verein, RT Pegasus, auf der 7 und auf der 8, meine Entschuldigung, Sven Rudik. Auf der 7. Position aus Sonneborn, sein Fahrzeug, ein Jukumo, seine Sponsoren, Tony Sport, T3DO, dann sein Heimatverein, der LMC Lupernika Club, Max Krüger. Auf der 6. Position aus Griesheim, sein Fahrzeug, ebenfalls ein Asso B7. Seine Sponsoren sind Absima, er hier bei Heimat im Verein ESV Bischofsheim, Martin Dopke. Auf Platz 5 gelandet aus Rudolstadt in Thüringen, sein Fahrzeug ebenfalls ein Fahrzeug der Firma Associated, seine Sponsoren Racepoint RC, Red Spider und AliExpress aus vom MCC Rudolstadt e.V. der Toni Schmidt. Auf der 4. Position gelandet aus Lehrte bei Hannover, sein Fahrzeug ein Asso, seine Sponsoren Rudok, er jetzt vom AMC Burgdorf e.V. auf Platz 4 gelandet, Marcel Felsmann. Auf den 3 aus Berlin, ebenfalls mit einem Asso unterwegs, seine Sponsoren LMP, Gruber Racing und Berlin Airbrush, er von den Fast Boys Berlin. Auf den 3 Nico Mockstern. Auf der 2. Position gelandet aus Gabriel, sein Fahrzeug ein X-Ray, seine Sponsoren X-Ray, Absima, Samba, Mockups, TP Racing, Milan Sport und Rudi vom MRC Walsum, Louis Mowers. So, unser Pro-Setter aus Fuchsheim, sein Fahrzeug ebenfalls ein Asso B7, seine Sponsoren Rudok, er ist vom MRC Leipzig e.V. Jule Stein. So, dann dürft ihr euch einrollen. So. Der Papa, die Papas, die machen, die bereiten die Fahrzeuge vor, stellen die in die Startaufstellung. Hier oben ist der Tobias Schuster, der hier das Event mit moderiert. Dann sehen wir die Fahrer, den Marcel Felsmann, Max Krüger, Sven Rodig, dann haben wir den Mirko Morgenstern und hier unten haben wir die Startaufstellung. Geht etwas in die Kurve rein, 7 Minuten Fahrzeit, 3 A-Finale. A-Finale Nummer 1, Standard, Julius Stein, Louis Morbers, Mirko Morgenstern, Marcel Felsmann, Toni Schmidt, Martin Döpke, Max Krüger, Sven Rodig. Gleich geht's los hier. 2024. So, kommen alle gut weg. Ja, schön fairer Kampf hier. Da hier der. Ah, der Max Krüger kämpft dort hinten, aber kommen alle fair durch. So, geht hier alles schön fair zu. Kommen alle gut. Der Max Krüger hat einen Fehler gemacht. Verliert etwas Zeit und hier hinten die. Ah, da wird es ein bisschen enger. Aber wir sortieren mal. Ganz vorne weg. Der Julius Stein kann sich leicht absetzen von Luis. So, dann gehen wir hier. Der Luis Mowers und dahinter ist der Mirko Morgenstern. Das wird sicher auch ein schönes Duell werden.
Und der Julius hat einen Fehler gehabt. Und jetzt ist der Luis Morbos an der Spitze. Und das wird jetzt interessant werden, weil der Julius Steiner war der schnellste Fahrer die ganze Zeit. Und jetzt ist die Frage, kann er fair an den vorbeifahren? Und vor allen Dingen, wie breit macht sich Mirko Morgenstern mit seinem Asso hier? Und ja, die Frage ist, bleiben Sie fehlerfrei? Schöner Dreikampf hier um den Sieg im ersten Finale. Deutsche Meisterschaft ORE 2WD hier beim ORC Göttingen. Luis, Mirko, Julius. So ist die Reihenfolge. Unter den Top-3-Fahrern. Alle dicht beieinander. Geht über die Gerade. Da darf man nicht zu viel Gas geben, ansonsten fliegt man gerne mal ab. Und Mirko, und ja, hat er ihn erwischt. Und das ist die Chance hier für Luis. Und auch vier, der Toni Schmidt ist rangefahren. Der Luis erstmal weggefahren. Der Toni Schmidt ist rangefahren. Und weiterhin auf zwei der Mirko Morgenstern. Etwas turbulent, gab leider einen kleinen Crash. Luis Morbos konnte das nutzen, konnte erstmal ein Stückchen wegfahren. Toni Schmidt ist zwar rangefahren, aber hier die zwei setzen sich gleich wieder ab. Geht jetzt hier ins Überrunden. Mirko Morgenstern, Julius Stein. Julius, eindeutig schneller, aber schneller heißt nicht, ich komme vorbei. Und von dem Zweikampf kann der Luis vorne, der dort jetzt schon ist, profitieren. Die Frage ist, wann geht's jetzt? Geht's innen vorbei? Sauber. Und das war, ja, Mirko jetzt einen Fehler gehabt und könnte sein, dass er den Platz verliert an den Toni Schmidt. Hier, jetzt geht es an die Verfolgungsjagd. Julius Stein. Der wird sich jetzt denken, ich muss ranfahren. Aber hier jetzt ganz interessant, um Platz 3 und 4, Toni und Mirko Morgenstern. Mirko möchte sich nicht den Platz zurückholen. Hat im Prinzip durch das Überholmanöver hat er verloren. Oh, Mirko macht noch einen Fehler. Und das ist die Chance, Toni Schmidt hier jetzt weg. Und an der Spitze, spannender Kampf. Ja, der Julius Stein ist rangefahren. Der hat nur zwei Runden gebraucht und schon ist er dran. Also er ist eindeutig der schnellste Fahrer. Die Frage ist, wie gut kommt er vorbei? Werden die sich einig? Lässt er ihn schön vorbei, beziehungsweise fährt er fair vorbei? Weil das Problem ist ja, wenn da ein Fahrfehler passiert, einer liegt auf dem Dach, ist der Toni Schmidt da und lauert, auch wenn er vielleicht 3 Sekunden Rückstand hat. Aber hier der schöne Zweikampf. Wer gewinnt das erste Finale? Oh, Julius fährt innen rein. Oh, hat das aber nicht geschafft. Luis macht zu. Jetzt auch wieder. Aber wie gesagt, vorbeifahren ist immer schwieriger als ranfahren. Man muss natürlich sich einig werden. Beide haben jetzt einen großen Vorsprung. Oh, schön fährt innen rein. Damit war hart, aber fair. Keiner ist abgeflogen, das ist schon mal gut. Und vom Schiedsrichter kommt nichts. So, die ersten zwei erstmal weg. Da kommt der Toni. Dort kommt der Mirko Morgenstern ins Bild. Der fährt hier unten ins Vorbei. Und dort haben wir den Zweikampf zwischen den Marcel Felsmann und dem Sven Ruddick. Sven Ruddick, Marcel Felsmann. An der Spitze, wir haben ein Auge für die Spitze. Au! Sven Ruddick, Fehler. Und verliert an Marcel den Platz Nummer 4 an den Marcel abgegeben. So, hier vorne ist der Julius. Immer noch dran. Oh, jetzt immer noch dran ist der dahinter. Oh, kommt nicht vorbei. Das war ärgerlich für Luis. Viel Zeit liegen lassen und das war jetzt natürlich eindeutig
beim Überrunden ungünstig, unglücklich und ja, Julius Stein jetzt deutlich in Führung. Der Luis auch sicher auf 2, obwohl dahinter kommt schon der Drittplatzierte, der Toni und dahinter der Mirko Morgenstern. So, schauen wir uns mal hier die Spitze an, den Julius Stein, sicher in Führung, wird wohl das erste Finale gewinnen. War jetzt nochmal spannend gewesen, aber hat nicht mehr gereicht für Luis. Schade für ihn, Luis starkes Rennen gefahren. Da oben kommt er gerade ins Bild. So, wo haben wir jetzt hier? Ah, nein, passiert jetzt nicht mehr. Hier unten kommt der Marcel Felsmann. Keine Chance mehr. Hier unten kommt der Julius Stein auf 2. Hier kommt Toni Schmidt. Ah, hätte es fast geschafft. Oh, alles fertig hier. Und hier kommt Mirko. Ja, war... Huah. Wo ist der Julius? Und starkes Rennen auch vom Toni. Boah, unglaublich. Toni Schmidt auf 3 gefahren. Was für ein Rennen. Dort hinten ist der Papa. Der Papa Stein. Freut sich natürlich. Julius daneben. Der Sven. Markus Morbers etwas Pech gehabt hatte. Der. Und dort ist der Julius im Bild. Dahinter ist der Toni Schmidt. Natürlich erleichtert, wie ihr seht. Erste Finale schon mal hinter sich gebracht. Toni, stark! Ja, Toni, dritter Platz. Da ein bisschen ärgerlich für den Luis. Aber hier die zwei Handshake klatschen sich ab. Fair. So, zweites A-Finale. ORE2WD Standard. Erstes Finale hat der Julius Stein gewonnen. Wenn er jetzt nochmal gewinnt, dann ist er deutscher Meister, beziehungsweise er hat dann seinen Titel aus dem Vorjahr beim MAC Eifel Elos verteidigt. Von 2 ins Rennen wird gehen der Luis Morbas, dann der Mirko Morgenstern, Marcel Felsmann, Toni Schmidt, der Dritter geworden ist im ersten Lauf. So, geht los. Zweites A-Finale ORE 2WD Standard. Ja, ein schöner Start. Alle kommen gut weg. Sauber vorne. Erstmal ein Zweikampf, ein Crash kurzer. Oh, Mirko war kurz in Führung. Verliert seine Führung wieder. Luis an der Spitze. Luis Morbas an der Spitze, der Toni Schmitz, der Toni auf 3. Und an der Spitze ist der Luis vorm Julius und Mirko Morgenstern und dem Toni. Das wird hier noch ein spannendes Rennen werden. Die ersten beiden hier haben sich etwas absetzen können. Mirko mal kurz in Führung gewesen, hat aber abreißen lassen müssen. Da seht ihr, was heißt abreißen lassen müssen. Viel Rückstand hat er nicht. Julius möchte hier vorbeigehen. Schafft es noch nicht und versucht hier innen, hat er vor uns geschafft. Ja. So, und jetzt muss Julius erstmal den Zweitplatzierten. Oh, hat er sauber gemacht. Und davon hat Mirko Pech gehabt dadurch. Aber auch der Toni. Ah, da liegt einer auf dem Dach. Oh, da braucht einer Ewigkeiten auf dem Dach. Ah, jetzt alles erstmal durcheinander. Der Luis Morbas an der Spitze vorm Julius und dem Mirko Morgenstern hier.
Ja, ja, dadurch, dass Herr Julius den Louis vorbeilassen musste. Und wieder ein Fehler. Fehler vom Julius. Und hier Mirko Morgenstern und der Julius Stein. Und die beiden schließen auf Toni. Alle drei dicht beieinander hier. Oh, der Julius will vorbei, aber er kommt da, jetzt hat er es geschafft. Und jetzt geht er, nimmt er die Verfolgung auf den Toni Schmitz auf. Toni Schmidt auf 2. Der Louis ist unten schon durch. Und dann wird es interessant, wie schnell kann er die Lücke schließen. Oh, einwandfrei, wie er innen vorbei ist. Und man muss ja sagen, der Toni ist mit einem RC10 B6 unterwegs. Also nicht mit dem aktuellen Siemer. Und jetzt muss er sich ja wehren gegen den Mirko Morgenstern. Toni war Dritter im Lauf Nummer 1. Könnte sich mit einem dritten Platz, ja, den dritten Platz schon mal fast sichern. Oh, Mirko. Nicht ganz geschafft. Und an der Spitze hier unten der Louis, dann kommt der Julius und hier kommt der Toni. Also die ersten vier noch durchaus in Schlagdistanz, wobei Louis einen schönen Vorsprung hat. Aber der Julius kommt immer näher ran. Und hier der Zweikampf ist aber auch genauso spannend. Im Augenblick der spannendste hier im Fahrerfeld. Oh, Fehler und Mirko Morgenstern ist vorbei. Und hier ist der Louis in Führung. Dahinter das weiße Fahrzeug ist der Julius Stein. Peter, hi. Fehler vom Julius, war für ihn keine Auswirkung, außer dass sein Rückstand größer geworden ist. Dahinter kommt der Mirko Morgenstern, also selben Vorsprung auf den Mirko, der ist auch noch groß. Hier ist der Mirko. Die Frage ist, kann Julius noch den Louis erreichen? Ich würde sagen, wird super schwer werden. Und damit wäre es so, dass erst im letzten A-Finale die Entscheidung um den deutschen Meistertitel fallen würde. Und da hätten theoretisch drei Fahrer die Chance. Weil selbst jetzt hier der Zweitplatzierte in dem Lauf. Ah, der Julius. Okay, zwischen Julius und dem Louis würde es eigentlich nur entschieden werden. Dann müssten schon beide ausfallen, weil selbst der Toni oder Mirko Morgenstern mitten im dritten Platz hätte und einem Sieg, ja, würde es schwer. Ansonsten den Sieg hier einzufahren. So, hier vorne haben wir den Louis Morbos. Ja, 5 Sekunden Vorsprung hier sollte für Louis reichen. Und damit würde im letzten Finale erst die Entscheidung fallen um den deutschen Meister in der Klasse ORE 2WD Standard. Oh, der Toni hier, der aktuelle Zweikampf um Platz 3. Mirko Morgenstern und dahinter ist der Toni Schmidt.
Also, Mirko darf keinen Fehler machen und der Toni, der ist dran. Letzte Runde müsste das sein. Mirko keinen Fehler machen und dann hätte er einen dritten Platz. Und damit geht es auch bei den Zweiten. Nein. Oh, doch noch eine Runde. Weil wenn Mirko jetzt Dritter wird, dann hätten beide, Toni und der Mirko, einen dritten Platz auf dem Konto. Und damit auch Platz 3 wäre dann auch die Entscheidung erst im letzten Finale. Nicht. Oh, das war auch super spannend. So. So, wir haben jetzt das letzte A-Finale ORE 2WD Standard hier. Die Entscheidung fällt jetzt hier zwischen dem Julius Stein und dem Luis Burba. Morbos hier. Entschuldigung. Luis Morbos oder Julius Stein. Beide haben einen Laufsieg auf ihrem Konto. Auf 3 hier im Lauf der Mirko Morgenstern und dann der Marcel Felsmann und der Toni Schmidt. Der Toni Schmidt aber auch noch eine Chance aufs Podium, ersten 3 zu fahren. So, und da ist er schon vorbei. Der Toni Schmidt ist schon vorbeigefahren auf 3, genau 4 hinter dem. Oh, ja, der. Und vorne schauen wir uns mal an. Mick und der Julius. Alle beide. Der Mirko Morgenstern etwas zurückgefallen. Deswegen der Toni Schmidt in der guten Position, sogar Dritter zu werden, hinter den beiden. Aber jetzt ist erstmal die Frage, wer wird hier deutscher Meister 2024? Wird es Luis Morbos sein oder wird es der Julius Stein sein, der im letzten Jahr in Helmtal seinen ersten großen Titel in dieser Klasse geholt hat? Erstmal kann er wegfahren. Ja, ich habe gedacht, jetzt gerade der Luis hat einen Fehler. Nein, der ist dran. So, und wir schauen hier. Der Mirko Morgenstern und der Thors und der Toni. Hier die zwei kämpfen um den dritten Platz. Hier im Lauf um den fünften Platz. Aber beide haben die Möglichkeit noch das Podium zu erreichen, also hinter die ersten 3 zu fahren. Und vorne ist der Julius schon mal weggefahren. Diesmal auch ein guter Lauf für den Marcel Felsmann, der den Max Krüger hinter sich hat. Und hier der Toni Probleme hat den Mirko hinter sich. Oh, der drückt der Mirko Morgenstern am Toni. Wie gesagt, die beiden kämpfen um den dritten Platz in der Meisterschaft. Aber wer weiß, wenn der Marcel Felsmann Dritter wird, könnte das vielleicht auch noch schaffen aufs Podium. Also hier ist noch nichts entschieden, würde ich sagen. Oh, gut vorbeigekommen. Ja, mal den Marcel Felsmann. Kleiner Fehler gemacht. Und da ging der Toni vorbei. Und auch der Mirko Morgenstern. Und beide vor sich haben den Max Krüger noch vor sich. Schauen wir da an der Spitze. Der Julius Stein Vorsprung, ja, ist schon sehr groß. Wo es aber interessant wird, ist immer noch hier der Zweikampf. Mirko Morgenstern und der Toni. Jetzt liegen beide auf dem Dach. Ah. Der Toni hat einen Platz verloren. Eigentlich, ja, weiß ich nicht. Da muss.
So, gucken wir mal hier an der Spitze. Ja, im Prinzip zwischen Mirko und Morgenstern ist ja auch noch der Kampf offen um Toni. Aber hier ist der Julius Stein. Knapp über 2 Sekunden Vorsprung auf den Luis Morbos. Jetzt geht es ans Überrundene. Das kann auch immer entscheidend sein. Jetzt warten wir mal auf den Luis. Müssen wir circa 3 Sekunden warten. Hier ist er im Bild. Luis Morbos auf 2. Starker Lauf im zweiten Finale. Hier ja, etwas Anschluss verloren. Und wenn der Luis, wenn der Julius vorne keinen Fehler macht, dann schafft er es dieses Jahr, seinen Titel aus Hellenthal zu verteidigen. Dann warten wir mal auf den Drittplatzierten. Das ist der Max Krüger. Der kommt hier ins Bild. Max Krüger, Dritter in dem Lauf hier. Oh, da oben, wer hat einen Fehler gemacht? Hier. Oh, da wieder. Einer in der Bande gelandet. Schauen wir hier mal. Julius Stein. Hier ist der Mirko Morgenstern im Bild. Den wollte ich eigentlich gerade nehmen. Ins Bild. Ja, Toni leider nicht so einen guten Lauf jetzt gerade erwischt. War zwar lange auf dem 4. und 5. Platz mit dem Mirko Morgenstern hier gekämpft. Ja, die Frage ist, wer ist am Ende Dritter in der Gesamtwertung? Schafft es hier Mirko mit einem guten Lauf? Oder vielleicht ist es sogar der Max Krüger? So, wir gucken mal auf den... Wir gucken hier mal auf den Julius Stein. Oh, super Vorsprung für ihn. Julius, ja, ersten 2 Läufe nicht optimal. Klar, den ersten Lauf hat er gewonnen noch. Im zweiten Lauf hat er dann ja, zu viel Fehler gemacht, hatte keine Chance gegen den Luis Morbos. Und jetzt im letzten Finale zeigt er nochmal seine Klasse aus den Vorläufen. Sicherer Vorsprung und ist auf dem Weg zur Titelverteidigung. Da ist der Luis hier im Bild. Ja, macht nochmal einen kleinen Fehler. Aber ich glaube, hier, jetzt können wir auf den Führenden gehen. Das ist er nicht. Hier kommt er ins Bild. Wo ist Mirko und Max? Naja, hier unten kommt Max. Da ist Mirko. Und hier kommt der Julius Stein ins Bild. Hier, ihr seht, überglücklich. So, da unten können wir mal gucken. Da ist der Papa.